Tja, heute ist der kleine Stadtstreicher wieder mal unterwegs. Und zwar im kleinsten Bezirk Wiens. Wisst ihr schon welcher? Es ist der 8., die Josefstadt. Und diese hat einen grünen Bezirksvorsteher. Und der hat sich mit Sicherheit gefreut, als diese Plastik, aus drei wunderschönen Aluminium- oder Metallkugeln aufgestellt wurde. Denn sie heißt Nature is cool. Ja, und nur durch die lange Gasse von diesem Monument getrennt ist das Volkskundemuseum Wien in der Laudongasse 17. Und dieses Museum war ja schon im Rahmen des Memento Mori Festivals einer der Hauptschauplätze einer Stadtstreicherfolge. Ja, und vom Volkskundemuseum sieht man direkt in den größten Park des 8. Bezirks, nämlich den Schönbornpark. Ja, und im Vergleich zu anderen Wiener Parks ist er eigentlich nicht groß, sondern eher klein, dieser Schönbornpark, aber eine Büste des Komponisten Professor Edmund Eisler ist immerhin hier vertreten. Eine der traditionsreichsten Wiener Bühnen ist zweifelsohne das Theater in der Josefstadt. Ja, im 8. Bezirk, der übrigens kleiner ist als der Schlosspark Schönbrunn, sind noch viele Gründerzeithäuser erhalten. Peter Pan und Glöckchen, mitnichten nur ein Detail eines der Gründerzeithäuser in der Josefstädter Straße. Das Palais Strozzi in der Josefstädter Straße 39 hatte schon die verschiedensten Verwendungszwecke, wie man hier sieht. Heutzutage ist es eine Art Schule oder Universität geworden. Die bekannteste Kirche des 8. Bezirks ist Maria Treu, die Pfarrkirche der Piaristen. Und davor steht diese Mariensäule. Welche als Besonderheit dreieckig ist. Und auch zur Schule kann man hier gehen, nämlich bei den Piaristen. Möglicherweise war es ja diese Orgel, an der sich im Jahre 1861 ein gewisser Anton Bruckner der Kompositionsprüfung unterzog und wo der Prüfer Johann Herbeck nachher die denkwürdigen Worte sprach, er hätte uns prüfen sollen. Lederergasse 8 ist die Adresse dieses offensichtlich sehr kirchlich angehauchten Hauses. Und im Durchgang dieses Hauses zu den Piaristen, sprich zur Pfarre Maria Treu, finden wir diesen Johannes von Nepomuk und diese Pietà. Sowie dieses Kruzifix. In der Piaristengasse 45, also gleich neben der Pfarrkirche Maria Treu, befindet sich das K&K Franz Josef Hut Museum. Gut gebrüllt, Löwe, kann man da nur sagen. Und zwar bei der Löwenapotheke in der Josefstädter Straße.
Und dieser Friseur weiß offensichtlich genau, wie man seine Kunden anspricht. Miezenalarm gleich sechsfach? Nö, nö, alle nur aus Plastik oder Keramik. Am Hammerlingplatz befindet sich die Handelsakademie der Wiener Kaufmannschaft mit einigen sehr schönen Reliefs. Vor dem Amtshaus für den 8. Bezirk steht der Wachsamkeitsbrunnen, etwas, was man ja gerade in heutigen Zeiten gar nicht genug haben kann. Etwas neuer ist diese Figurengruppe vor dem Gemeindebau Pfeilgasse 10 bis 12. Und wenn der Wiener liebevoll das Landl sagt, dann ist dieses Gebäude gemeint, und zwar im Langtext das Landesgericht für Strafsachen Wien. In der Landesgerichtsstraße Nummer 11. Eines der traditionsreichsten Palais im 8. Bezirk ist das Palais Auersberg an der Nalogo Auersbergstraße gelegen. Nun, was sagt uns dieses Zunftzeichen mit einem Stiefel? Wir sind beim Wiener Schuhmuseum gelandet. Das befindet sich in der Florianegasse 66. Weitläufige Plätze, wie zum Beispiel hier der Bennoplatz, sind auch ein Charakteristikum des 8. Bezirkes. Und am Albertplatz finden wir nicht nur dieses, sagen wir mal, Relief, sondern auch ein Löwenmaul, aus dem es sprudelt. Und das gehört zu einem Brunnen, genauer gesagt zum Isisbrunnen vor dem Haus Albertplatz Nummer 8. Die Brunneninschrift ist erraten, lateinisch, und das bei einer ägyptischen Göttin. Das ist die Hinteransicht der Breitenfelder Kirche, der zweiten großen Kirche im 8. Bezirk. Und von vorne sieht diese Kirche dann so aus. Und gerade in der Dämmerung wirkt diese Kirche besonders malerisch.
Ja, und so geht's einem kleinen Stadtstreicher. Bei den Museen musste ich überziehen. Beim 8. Bezirk schaffe ich nicht mal die vollen 13 Minuten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.